Radis Erben, der Löwen-Podcast. Radis Erben extra. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Radis Erben, der Löwen-Podcast. Alles begann für Olli und mich am 29. März mit der ersten Ausgabe von Radis Erben. Mit unserem Jahresrückblick fassen wir euch ab diesem Zeitpunkt das Löwenjahr mit tollen Spielen, Rekorden und vor allem sehr interessanten Gesprächspartnern zusammen. Nach der Corona-Zwangspause war am 5. April klar, es soll wieder trainiert werden bei den Löwen. Brandaktuellen Neuigkeiten vom TSV 1860 München, der nämlich Mittag eine Pressemitteilung verschickt hat, und zwar mit dem Inhalt, dass der Trainingsbetrieb in kleinen Gruppen wieder aufgenommen wird. Also das ist tatsächlich eine richtig gute Nachricht, die wir vom TSV 1860 München gehört haben. Ab Montag soll es also mit dem Training weitergehen, logischerweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Es darf kein Zuschauer mit dabei sein, die Tore sind zu. Olli war tags darauf beim Trainingsauftakt dabei. Naja, was auffällt ist, dass die Löwen auf jeden Fall die Sicherheitsmaßnahmen einhalten. Und es sieht so aus, dass das Tor an der Grünwalder Straße mehr oder weniger verschlossen ist. Vor dem Tor steht ein Sicherheitsbeauftragter, der auch selbst die Namen kontrolliert. Also er hat eine Liste dabei vom Spielerkader. Und die Spieler müssen sich halt eben einzeln mehr oder weniger anmelden und dürfen dann eben erst ins Trainingsgelände rein. Es durfte in Liga 3 wieder gespielt werden, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das traf Allesfahrer Roman Wöll ins Mark. Ich habe auch schon gelesen, dass Sie sich irgendwie mit VHS-Kassetten beschäftigen, mit alten Spielen tatsächlich. Ja, das ist schon. Ja, ich habe halt alle Spiele aufgenommen, also die letzten 20, 30 Jahre vielleicht, seit es ein Video gibt. Und die kann man halt manchmal anschauen, die alten Sachen. Ja. Und was ist aber da? Das ist aber nicht die Hauptdinge, was ich mache. Also ich habe es jederzeit da, weil 230 Kassetten habe ich und da kann man die Zeit schon rumbringen dann. Was ist da der beste Frustkiller, was ist da die Lieblings-VHS? Ja, da gibt es meine, von 77, das, wo wir halt aufgestiegen sind, oder von 91 in Webberg oder 94 in Meppen zum Beispiel. Schöne Geschichten halt. Unseren ersten prominenten Gesprächspartner durften wir am 8. April begrüßen, Ex-Nationalspieler Benny Laut. Für den feststeht, der Löwe muss hoch in Liga 2. Ja, also ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als wir mit 60 in der zweiten Liga um den Aufstieg in die Bundesliga gekämpft haben oder das Jahr für Jahr probiert haben, weil eben auch die Töpfe natürlich in der ersten Liga viel größer sind. Noch extremer ist es natürlich auch, was das Überleben betrifft, für die Drittliga-Vereine den Aufstieg in die zweite Liga zu schaffen. Deswegen, es gibt ein paar Ausnahmen, aber die meisten, verantwortlich, die man aus der dritten Liga hört, die sagen, ja, in der dritten Liga kann man nicht lange überleben, wir müssen schnellstmöglich nach oben. Für Benny sollte es eigentlich auf die Funktionärsebene zu den Löwen zurückgehen als Assistent von INR, doch der war bald wieder weg. Ja, das war natürlich schon sehr interessant, eine spannende Aufgabe. Genau das, was ich mir natürlich damals vorgestellt und erhofft hätte, an der Seite von einem, der sich wirklich auskennt, der Erfahrung hat, von dem man sich vieles abschauen kann, vieles lernen kann. An der Seite ein bisschen, einerseits zu lernen, andererseits auch ein bisschen natürlich mitzuhelfen, weil ich natürlich auch den Verein kenne. Sein Abschied von 60 hätte seitens der Löwen nicht peinlicher sein können. Gegen Bochum ging es am letzten Spieltag um nichts mehr, dennoch durfte er nicht von Anfang an spielen, genauso wenig wie Daniel Birovka. Es ging an dem letzten Spieltag um gar nichts mehr. Trotzdem hieß es ja, also Benny und Daniel, ihr seid jetzt erstmal auf der Bank. Wir versuchen natürlich alles, dass ihr dann in der zweiten Halbzeit noch reinkommt. Es war nicht mal so, dass es heißt, ja, ihr kommt auf jeden Fall rein, sondern man muss mal schauen, wie das Spiel läuft. Und wenn das möglich ist, dann kommt ihr noch zum Einsatz. Also das wäre der Super-GAU gewesen, wenn wir dann gar nicht mehr gespielt hätten. Hätte aber durchaus passieren können, weil zum Beispiel, es gab ja auch noch einen Dritten im Bunde, den Necat Aygün, der gar nicht mit in den Kader genommen wurde, weil es ja in Anführungsstrichen noch ein bedeutendes letztes Punktspiel war. Und auch so einer wie der Necat hätte auf jeden Fall, eigentlich hätten alle drei spielen können
oder müssen. Zumindest hätte er mit dazugehört, mit auf dem Platz zu stehen, mit im Kader zu sein. Ja, da lief selbst beim letzten Spiel jede Menge schief. Benni, ist es das fehlende Feingefühl bei 60, das fehlende Fingerspitzengefühl, das im Verein eigentlich schon immer abgegangen ist? Ja, es sind halt so einfache Dinge, die man halt dann vermisst. Also wie gesagt, ich war seit der D-Jugend bei 60, habe das halbe Leben bei den Löwen verbracht. Das ist wie eine zweite Familie. Klar, ich war dann mal ein paar Jahre kurz weg in Hamburg, in Stuttgart und Hannover, kam dann wieder zurück, war dann wieder viele, viele Jahre da. Und dass man dann vielleicht irgendwann sportlich neue Wege gehen will und vielleicht denkt, ja, wir haben noch ein paar oder wir könnten im Sommer ein paar bessere Spieler gehen, das ist ja auch alles in Ordnung und das ist auch selbstverständlich. Aber das kann man dann auch gut verpacken und ich glaube nicht, dass man, so wie in meinem Fall, mich dann einfach mal irgendwie an einem Montagnachmittag nach oben bestellt, mir dann kurz sagt, ja, dein Vertrag wird nicht verlängert. Und, wer hat denn dir gesagt, Benni, damals? Bitte? Wer hat es dir damals gesagt? Der Poschner. Aus Poschner dann, ja. Okay. Genau. Und da frage ich mich halt, ja, was denken sich da die Leute dabei? Also will man da einen irgendwie noch eins auswischen oder was soll das? Also wie gesagt, das wäre überhaupt gar kein Problem gewesen. Gesagt, wir wollen uns sportlich neu aufstellen. Wir glauben nicht mehr, dass sportlich vielleicht reichen könnte. Geh noch mal ein Jahr irgendwo anders hin, geh noch mal 2 Jahre irgendwo anders hin. Und wenn du dann keine Lust mehr hast, Fußball zu spielen, dann kommst du wieder und dann bist du wieder da, wo du hingehörst, wo du ja, fast 20 Jahre verbracht hast. Und dann schauen wir mal, wie du uns in Zukunft weiterhelfen kannst. Und da wäre ich der Letzte gewesen, der da irgendwie sauer gewesen wäre, sondern das wäre einfach verständlich gewesen. Und dann kann man sagen, okay, dann probiere ich noch mal irgendwo 2 Jahre, 3 Jahre irgendwas aus und dann komme ich wieder und dann geht's weiter. Aber das sind so einfache Dinge, die, ja, wo ich manchmal nicht verstehe, warum sowas nicht funktioniert. Zur Stadiondebatte hat Benni eine eindeutige Meinung. Ich mag das Grünwalder Stadion. Ich fahre auch gerne hier mit der Trambahn zu den Spielen, gehe zum Spiel, genieße einfach nur das Spiel, die Stimmung, fahre wieder heim. Das hat alles natürlich seinen gewissen Flair. Das ist auch mal für jetzt die Zeit, 1-2 Jahre mal das mitzunehmen, ganz gut. Das hat auch dem Verein vielleicht so ein bisschen wieder geholfen, zusammenzukommen, was die Fans betrifft. Aber das hat absolut natürlich überhaupt gar keine Zukunft. Ich glaube, man hat vor ein paar Jahren schon mal viel Geld investiert, um das Grünwalder Stadion ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Zu sehen ist davon nicht wirklich viel. Jetzt soll man wieder viel Geld in die Hand nehmen, um ein paar tausend Plätze zu erneuern, was auch überhaupt gar keinen Sinn macht, weil es überhaupt gar keinen für die Zukunft ja, kein Bild abgibt, wie das dann aussehen sollte. Von dem her, für mich ist immer, da kommen wir dann doch wieder ein bisschen in die Vergangenheit, wie ich vorher schon gesagt habe, ich habe es als Jugendspieler, als Fan, als Balljunge Bundesliga-Zeiten mitgemacht, dann selbst als Spieler, wenn ich dann gesehen habe, ja, die 60er, die Löwen, keine Ahnung, gab bei so einem Spiel als Balljunge, dann haben wir im Olympiastadion die Dortmunder abgeschossen. Das sind so Tage, die bleiben in Erinnerung. Ah, da haben wir wieder einen großen Geld. Wir haben heute gegen Dortmund gespielt. Wir haben heute vom Derby, brauchen wir ja ganz zu schweigen. Aber die Top-Clubs kommen und spielen gegen 60. Das ist das, was ich mit 60 verbinde. Und nicht irgendwelche wunderschönen Sonntagnachmittage im Grünwalder Stadion gegen 60 Rosenheim. Das ist nicht das, wo ich 60 sehe. Und deswegen, so schön das Grünwalder Stadion ist, es hat für mich keine Zukunft. Und ich sehe 60 ja immer, oder ich will 60 irgendwann ja wieder in der Bundesliga sehen. Und da brauche ich dann auch dementsprechend das Stadion dazu. Das Grünwalder Stadion wird es leider nicht werden, weil die Stadt oder weil es scheinbar nicht möglich ist, es wirklich auf 25-30 auszubauen. Ich glaube, drunter macht es keinen Sinn, weil die Fanbase, die haben wir einfach, dass wir ja so viel Zuschauer anlocken und da helfen mir 18.000 Zuschauer
oder 18.600 überhaupt nichts. Laut ist einer der ganz großen ehemaligen Stars der Löwen. Er schaffte es als Jungnationalspieler bis in die Nutella-Werbung. Die Nutella-Werbung war damals natürlich schon auch ja, was Besonderes. Da gab es eben die Kevin Kurani, Hinkel, Friedrich, die da ausgewählt wurden, weil sie eben in dem Moment so junge Hoffnungsträger waren. Da habe ich natürlich auch dazu gezählt und eben auch für 60. Und ich glaube, das Besondere, was ja auch, glaube ich, so es ausgemacht hat, also ich glaube, es gab mit Sicherheit auch dann zu meiner Zeit oder kurz vor mir welche, die auch wie der Martin Max, der natürlich viel mehr Bundesliga-Tore auch gemacht hat als ich. Trotzdem habe ich so, glaube ich, bei vielen, weil ich eben aus der eigenen Jugend, aus dem Umland, in der Jugend von 60 bis hoch zu den Profis durchgegangen bin, alle Jugendmannschaften, die Amateure durchlebt habe. Damals war das ja außergewöhnlich oder ungewöhnlich. Es war nicht so wie heute, dass immer wieder die Jugendspieler nachkamen, sondern dass endlich mal wieder einer aus der Region das geschafft hat. Die vielleicht entscheidendste Spielsituation der letzten 20 Jahre hat laut nicht vergessen den verschossenen Elfmeter von Francis Kiyoyo gegen Hertha BSC. Der Bundesliga-Abstieg war so gut wie besiegelt, laut war zum Zuschauen verdammt. Zumindest habe ich bis dahin alle Elfmeter verwandelt gehabt, was schon mal die Quote steigen lassen würde, dass ich ihn reingemacht hätte und dass der FC natürlich nicht abgestiegen wäre. Aber das ist natürlich alles mit einem Augenzwinkern versehen, weil wir wissen es nicht, was passiert wäre. So toll die ersten Monate waren, so falsch oder so kurios im negativen Sinne lief alles dann, was die Zeit betrifft, in der Rückrunde. Wie gesagt, ich habe mich dann verletzt, ich konnte nicht mehr, ich konnte im Saisonfinale, als es dann um alles ging, nicht mehr mitwirken. Man saß dann auf der Tribüne, musste zuschauen. In den harten Zeiten des Corona-Lockdowns erheiterte Löwenfan Wolfgang Kritschok mit einem Video im Internet alle Löwenfans. Es geht um die Bayern. Es geht erstmal gar nicht um 60. Ich will nicht zu viel verraten. Wir sind zwar nur ein Podcast, können also kein Video zeigen, aber wir spielen euch mal den Ton des Videos vor. Man denkt erstmal, hey, was ist denn das für ein Bayern-Fan? Ja, liebe Freunde, ihr habt es sicher auch verfolgt, was da los war mit Adidas, mit H&M und mit Deichmann. Und ich habe mich jetzt entschlossen, ich will jetzt auch ein Zeichen setzen. Und zwar werde ich meine Adiletten wegschmeißen. Ich setze ein Zeichen und schmeiße meine Adiletten weg. Fort mit Schaden. Und wisst ihr, was ich noch gemacht habe? Ich habe alle meine FC Bayern-Trikots verbrannt von Adidas. Und jetzt fordere ich euch auf, liebe Bayern-Fans, setzt ihr auch ein Zeichen. Verbrennt alle eure Bayern-Trikots, eure Adidas-Bayern-Trikots. Das ist das Wichtigste. Alle Bayern-Trikots verbrennen. Gell? Geht's das? Ich will es rauchen sehen. Für die Preußen gibt's ja leider viel nur als Bayern-Fans. Ich will es rauchen sehen. Also, legt's los. Setzt ein Zeichen. Macht's mit. Und dann passiert's. Die Kamera zieht auf. Man sieht nicht nur mehr das Gesicht von Wolfi, von Wolfgang Kritschok, sondern auch, was er anhat, was er im Hintergrund hat. Er hat ein Löwen-T-Shirt an und hat hinten eine Fahne des TSV 1860 München hängen an der Wand. Also er ist gar kein Bayern-Fan, sondern ein Löwen-Fan. Sehr, sehr witzig. Und so beendet er das Video. Obwohl, wenn ich jetzt meine Adiletten so anschaue, so schlecht schauen sie jetzt gar nicht aus. Die trage ich noch ein bisschen. Einen Sommer werden sie schon noch. Ein urkomisches Video, das wir euch übrigens auch noch dann auf Instagram und auf unserer Facebook-Seite von Radis Erben zeigen werden. Sehr, sehr komisch. Und das ist natürlich dann auch der Grund, warum wir uns mit Wolfi Kritschok unterhalten möchten. Wolfi ist ein langjähriger Kollege, Journalistenkollege, der bei Münchner Merkur und Erdinger Anzeiger arbeitet und von daher kennen wir uns eben schon seit sehr langer Zeit. Ich habe mich mit ihm unterhalten. Wolfi, die Resonanz auf dein Video, die ist riesig. Das Letzte, was ich gesehen habe, waren irgendwie fast 3000 Leute, die das angeschaut haben. Wie hast du die Resonanz erlebt?
Ja, sensationell. Ich hätte es nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass das so ein Aufruhr verursacht, das Ganze. Das war ganz eine spontane Entscheidung. Ich mache ab und zu mal so ein Video, nicht unbedingt zu überleben, einfach was mich so ärgert oder was mich freut oder was ich lustig finde. Und da stellst du es halt einmal rein. Es war wirklich eine Sache von Idee bis zur Umsetzung, was vielleicht eine Viertelstunde. Und ein Kollege hat mich dann schnell gefilmt und dann haben wir es reingestellt. Und ich habe es dann öffentlich gestellt, normalerweise nur mit Freunden, aber der hat gesagt, Mensch, stell es doch mal öffentlich, schau mal. Und ja, dann war ich selber verblüfft und begeistert, was das für Resonanz ausgelöst hat. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's mit Werner Beinhardt weiter in unserem Jahresrückblick. Am 15. April war es wieder an der Zeit, an die legendäre Saison mit zwei Derby-Siegen vor 20 Jahren zurückzublicken. Werner Lorand erinnerte sich. Ist jetzt schon so lange her, natürlich, wenn man mal wieder daran erinnert wird und so wie ihr Journalisten da auch mal wieder mal daran denkt, dann ist das schon was Positives auch für 60 München. Man sieht ja, was für in der heutigen Zeit, wie das da zugeht, ne? Absolut. Es ist 20 Jahre jetzt mittlerweile her, dass 60 gegen Bayern gewonnen hat. Mittlerweile ist 60 davon recht weit entfernt. Und ganz weit entfernt, ja. Wie siehst du die Situation bei 60? Ja, was heißt zu sehen? Ich verstehe sowas nicht, dass so ein Traditionsverein einfach nicht wieder nach oben kommt. Das verstehe ich einfach nicht. Was hat die Mannschaft damals so besonders gemacht? Die hat gepasst, die Mannschaft. Die war siegeshungrig, die war fußballerisch sehr gut. Und das waren alles gute Typen, die zusammengepasst haben. Ne? Die so richtig für die Mannschaft, für sich und auch für gespielt haben und wollten unbedingt immer wieder. So haben sie auch trainiert, wollten immer gewinnen. Daniel Hoffmann war damals der Keeper dieser legendären Löwenmannschaft. Zweimal das Derby gewinnt, ist natürlich schon schön. Ne? Gerade München hat ja einen sehr hohen Stellenwert, dieses Derby. Und ja, wir waren in der Saison eh ganz gut unterwegs. Und von daher, denke ich mal, war das jetzt nicht so eine große Überraschung für uns als Löwen. Was hat die Bayern vielleicht schon, die uns unterschätzt haben im ersten Spiel auf jeden Fall. Aber dann nachher, ich glaube im zweiten Spiel, haben sie schon anders gesehen. Was hat die Mannschaft damals ausgemacht bei 60? Das Wort sagt es schon eigentlich aus, die Mannschaft. Wir waren eigentlich mal ein Haufen, wo ja jeder für den anderen eingestanden ist, mitgelaufen ist, mitgekämpft hat. Und wenn der eine mal nicht mehr konnte, ist der andere halt zwei Schritte mehr gelaufen. Und das, glaube ich, hat uns ausgezeichnet als Mannschaft, als Team und natürlich auch die Führungsspieler, die wir hatten in der Mannschaft mit Gerald Fahrenbruch und Ike Hessler, muss ich sagen, hat das schon ganz schön Auftritt gegeben. Jetzt ist es 20 Jahre her, das ist schon irre, oder? Ja, die Zeit bleibt nicht stehen, aber man erinnert sich gerne in den Zeiten wie heute an solche Spiele zurück, das ist natürlich klar. Jetzt interessieren natürlich auch viele Löwenfans, was macht Daniel Hoffmann heute? Zu Hause sitzen und warten, dass es wieder losgeht. Ich betreibe mit meinem Freund zusammen zwei Spielhallen, also mehrere Spielhallen in Sachsen und Bayern und da kümmere ich mich sozusagen um die Buchhaltung, Abrechnung und habe sozusagen auch die Hand auf den Läden, um Dienstpläne zu schreiben und Personal einzustellen und so weiter und so fort. Also alles, was dazugehört. Und mit Fußball gar nichts mehr am Hut? Nein, Fußball habe ich gar nichts mehr am Hut. Ich hatte meinen Trainerschein gemacht vor Jahren, den habe ich auslaufen lassen, weil ich gesagt habe, ich möchte was ganz anderes machen. Und es sind einfach zu viele Trainer auf dem Markt, die einen Trainerschein machen. Und wenn man betrachtet, wie viele Vereine es gibt, wo man Geld verdienen könnte, kann und von vielen anderen Dingen abhängig ist, nicht auf sein eigenes Glück sich verlassen kann, habe ich gesagt, ich mache was anderes und werde den Sektor komplett verlassen. Ich gehe ab und zu noch zum Fußball, ja klar, gucke mir manchmal das ein oder andere Nachwuchsspiel an von Unterhaching. Da spielt der Sohn vom Freund von mir, der Finn Jörgen. Und da bin ich ab und zu mal, gucke mir da die Spiele an, aber ansonsten als Trainer bin ich nicht mehr unterwegs. Wie verfolgen Sie noch den TSV 1860? Ja, es ist ja relativ schwierig, ne? In der Zeit jetzt mit der dritten Liga, da ist ja wirklich
nur die Berichterstattung, wenn es mal Bayern 3 ein Spiel live gibt, gucke ich mir das schon mal an. Und aber ansonsten, dass ich jetzt ins Grünwalder Stadion gehe, um mir ein Spiel anzugucken, das mache ich nicht. Dafür ist meine Zeit einfach zu schade mittlerweile. Wie bewerten Sie grundsätzlich die Situation beim TSV 1860, wo ja die Situation eine ganz andere ist wie vor 20 Jahren? Ja, ich denke mal, dass man mit dem Auszug aus der Allianz Arena den größten Fehler gemacht hat, den man machen konnte. Weil wenn man es jetzt betrachtet, ganz nüchtern, 60 aufsteigen sollte, weiß ich nicht, wo gespielt werden soll. Also das Grünwalder, denke ich, wird keine Zulassung kriegen für die, also keine Zulassung kriegen für die zweite Liga. Allein schon wegen den ganzen Sicherheitsmaßnahmen, die getroffen werden müssen. Und dann auch für die Wirtschaftlichkeit mit 15.000 bis 18.000 Zuschauern, je nachdem, wie der OB sich entscheidet, denke ich mal, wird es keine Zukunft geben im Grünwalder Stadion. Und das war der größte Fehler, den man machen konnte. Man hat eigentlich kein eigenes Stadion, mit dem man Geld verdienen kann, um die Wirtschaftlichkeit in der Bundesliga oder in der dritten Liga auf Dauer zu garantieren. Und auch Flügelflitzer Harald Czerny erinnerte sich gern zurück. Ja gut, ich habe natürlich sehr schöne Erinnerungen daran. Ja. Und gerade jetzt in so einer Zeit, wo gar kein Fußball stattfindet oder auch leider bei 1860 andere Zeiten angebrochen sind, als damals waren, hat man natürlich extrem schöne Erinnerungen. Und wir haben ja lange darauf hingearbeitet, dass wir es schaffen, einmal Bayern zu schlagen, und dass wir es in einem Jahr dann da zweimal schaffen. Das ist natürlich, war natürlich eine Riesengeschichte, und ich sage, das waren auch die Highlights, sicher auch die Highlights bei mir in meiner Karriere. Was hat die Mannschaft damals ausgemacht? Boah, ich glaube, wir haben eine sehr gute Mischung gehabt. Ja. Wir waren ein verschworener Haufen. Ja. Wir waren haben Arbeiter gehabt, haben Zauberer gehabt, haben gutes Umfeld gehabt. Also es war gerade wirklich eine Zeit, wo eigentlich alles gepasst hat. Heute sieht es ein bisschen anders aus. Da passt nicht alles bei 1860. Was passt nicht bei den Löwen? Boah, das ist für mich als mittlerweile Außenstehender schwierig zu sagen. Ja, also möchte ich auch gar nichts dazu sagen, weil ich denke, da kann man nur was dazu sagen, wenn man wirklich drin ist, die Internas kennt, und da stecke ich nicht mehr so drin in dem Verein, dass ich dazu irgendwas sagen könnte, was auch stimmt. Und darum halte ich mich zurück. Ich finde es sehr schade. Ja, weil ich denke, dass gerade so ein Traditionsverein wie 60 auf alle Fälle da in Profifußball wieder zurückgehört. Das heißt für mich erste Liga. Ja, und daher finde ich es sehr schade, wo sie gerade stecken. Wie verfolgen Sie denn die Löwen noch? Verfolgen Sie die überhaupt noch? Schauen Sie da ab und zu mal Spiele an? Na, natürlich verfolgt man das. Gut, es war meine Hauptzeit als Profi, war ich bei den Löwen, und es war die schönste Zeit, und es war eine Zeit, die man nicht missen möchte, und da hängt natürlich das Herz immer noch dran, ja, und darum verfolgt man das auch, und ich bin auch oft bei Jugendspielen und verfolgt die ganze Geschichte schon. Ja, also da steckt schon noch viel Herzblut auch mit dabei, weil es waren dann doch insgesamt 12 Jahre, die ich bei dem Verein verbracht habe. Und das kann man natürlich nicht und will man gar nicht ausschalten. Am 17. April vor 16 Jahren wurde mit Falko Götz einer der erfolglosesten und umstrittensten Trainer der Löwengeschichte gefeuert. Ex-Vizepräsident Hans Zietmeier blickte zurück. Ja, wie wenn man im Stadion, wie immer, wenn ein Heimspiel war, und die Aufstellung war wieder mal daneben gegriffen, und der Götz hat im Grunde immer Uneinsichtigkeit gezeigt. Und ich habe damals gesagt und vereinbart mit den Vorstandsmitgliedern, wenn das wieder schief geht, dann entlassen wir ihn. Und ich habe dann gesagt, wir werden ihn entlassen, und nachher hat man alles auf mich gebürdet und gelastet. Ich muss Ihnen sagen, ich stehe dazu heute noch. Wir sind kein Marienverein, sondern es ist ein hartes Geschäft, das Profigeschäft. 60 München war der Münchner Verein.
mein Herz schlägt nach wie vor mit Löwen. Und ich kann nur sagen, o tempora amores, was sind das heute für Zeiten geworden, wo wir so glanzvolle Jahre hatten? Es sind ja nicht die besten Zeiten geworden tatsächlich. Sie sind einen Tag später nach dieser Entlassung zurückgetreten. Ist das ein Schritt, den Sie im Nachhinein vielleicht so ein bisschen bereuen? Nein, den habe ich nie bereut. Was ich nur, da kam ja noch eins drauf. Die wollten dann mich sogar ausschließen als Mitglied von 60. Unglaublich. Das hat dann doch keine Mehrheit gefunden. Und ich muss sagen, ich habe beim Sport erlebt, dass da die Atmosphäre und die Frage des Anstandes noch kleiner geschrieben werden kann, als es der Politik zuschreiben. Und ja. Ich muss also auch feststellen, dass die 60er sich nicht mehr gefangen haben nach Wildmosers Zeiten. Und gleichwohl, es ist erstaunlich und erfreulich, dass doch eine Treue besteht, von der weit um München hinausgehenden Bevölkerung. Nach der Pause kommt einer der besten Stürmer der Löwengeschichte zu Wort, Olaf Bodden. Bis gleich. Es ist eine der bewegendsten Geschichten rund um die Löwen. Als Spieler war Olaf Bodden eine wahre Urgewalt. Mittlerweile ist er seit Jahren durch seine Krankheit ans Bett gefesselt. Dennoch ist er ganz nah dran an den Löwen. Mit Liga 3 kann sich Bodden nicht anfreunden. Die vierte Liga, Regionalliga das Jahr, das war ja schmerzhaft für jeden ehemaligen Fußballprofi, der für den Verein gespielt hat, wahrscheinlich auch für viele Fans. Aber das war so absurd, das war gar nicht real, dann hier, weiß ich, irgendwo auf den Dörfern zu spielen. Und selbst jetzt in der dritten Liga, klar, man trifft da Weggefährten, mit denen man damals auch in der Bundesliga zusammengespielt hat, dass damals der MSV Duisburg war oder ob das der FC Hansa Rostock war, wo ich ja selber gespielt habe. Aber das kann nicht unser Anspruch sein, dass wir da spielen, weil, so wie Benny sagt, die großen Spiele gegen Bayern, Dortmund, jetzt dann natürlich noch Leipzig, die es damals noch nicht gab, oder Leverkusen, Mönchengladbach, das sind die Ansprüche, die 60 eigentlich haben sollte. Auch Olaf Bodden sprach sich für einen baldigen Stadionneubau aus. Die Fußballzeiten haben sich verändert. Man braucht jetzt moderne Stadien mit einem ordentlichen Fassungsvermögen. Die Frage ist, wo sollte 60 da anfangen? Das Grünwalder Stadion hat ja keine Zukunft. Das ist ja eine Ruine. Infrastrukturell funktioniert das da nicht. Da muss 60 irgendwann einen Weg finden, ein eigenes Stadion zu haben. Und dann ist natürlich die Frage, in welcher Größenordnung. Wenn man natürlich in der dritten Liga spielt, da reichen wahrscheinlich 20.000. Wenn man in der zweiten Liga spielt, vielleicht 30, 35. Aber wenn man in der ersten Liga dauerhaft spielen würde, da könnte man wahrscheinlich auch ein 50.000, 60.000 Stadion jedes Wochenende füllen. Das ist dann eben die Frage, welche Vision man hat für den Verein. Und danach muss man sich ausrichten. Der König von Giesing ist Carsten Wettberg. Er forderte im Mai Zusammenhalt von allen Beteiligten. Wenn man endlich einmal zusammenhält wieder und sagt, du magst eine andere Meinung haben, aber du bist der 60er und in dem Moment stimmt das wieder. Man kann oder muss verschiedene Meinungen auch haben, aber nicht so, dass das in solche Beleidigungen übergeht und auch in so einen starren Verhalten. Wenn 60 aufsteigt, holt man vielleicht wieder einmal einen Brasilianer. Einer, der das Land vom Zuckerhut immer gut bei den Löwen vertrat, war Abwehrspieler Rodrigo Costa, der sich nach dem Abstieg auch für die zweite Liga nicht zu schade war. Auch er erinnerte sich an die vielleicht bitterste Elfersituation der Löwengeschichte. Und danach habe ich auch diese Elfmeter gekriegt, bekommen. Erinnerst du noch? Ja, natürlich weiß ich das, ja. Natürlich weiß ich das. Und leider hat ein gewisser Francis Coyou verschossen. Jetzt habe ich natürlich eine Frage an dich, Roddy. Warum hast du damals nicht den Ball dir geschnappt, sondern Francis Coyou? Ja, ich habe gefeiert, wenn der Schiri hatte gefeiert. Ich habe gefeiert die ganze Zeit, weil auf meine Meinung war Romantismo Adam Czerny auf Platz. Das war die Nummer 1. Oder Torben Hoffmann, die Nummer 1, diese Elfmeter zu schießen. Normalerweise musst du so sein. Und so eine wichtige Elfmeter. Guck mal, sind schon 15 Jahre oder 16 Jahre schon länger. Guck mal, wie wichtig war damals diese Elfmeter.
Natürlich hat Francis Chioia diese die Ball nehmen und hat gesagt, oh, ich will das machen. Natürlich wollte er das Tor machen. Das wissen wir. Aber jetzt ist schon, auf mein, jetzt ist, ich denke nichts mehr so viel dazu. Aber vor 5 oder 6 Jahren nach diesem Spiel, ich war immer sauer auf mich selber. Warum habe ich nichts das selber genommen? Vielleicht mache ich. Ich habe schon ein Tor gemacht, habe das Elfmeter gekriegt. Warum schieße ich nicht? Weil ich kann mich noch gut erinnern, schon Rodrigo. Schon länger. Rodrigo, ich kann mich gut erinnern. Damals wollte eigentlich keiner zum Elfmeter hin und dann hat sich eben Francis Kühe den Ball geschnappt und hat ihn dann leider verschossen. Aber gab es danach Trouble in der Kabine vielleicht? Oder wie war die Stimmung danach in der Kabine? Die Stimmung in der Kabine war natürlich war ganz schlecht, wie wir wissen damals. Wie schwer war das letzte Spiel danach gegen Gladbach? Ich musste das Spiel gewinnen und dann noch Frankfurt zu Hause gegen irgendwo noch verlieren oder Unterschiede. So, Francis Chioia hatte mir, wir waren damals noch gute Befreunde, hat mir gesagt, er war sicher. Und er hat das Freitag ein paar Mal bei Training probiert und er war ganz sicher, dass Tor machen kann. Weißt du? Und ich erinnere mich nichts mehr so ganz klar, ob jemand hat das Ball genommen oder nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, er hat selber den Ball genommen und hat gesagt, bleib ruhig, ich mache das Tor. Ich mache das. Aber leider war nicht so, hat nicht so gut geschossen und wir wissen den Rest von dieser Geschichte. Der beste Spielmacher der Geschichte war vielleicht Peter Novak. Auch auf Funktionärsebene war er als Manager im Gespräch. Dem damaligen Präsidenten Gerhard Mayrhofer waren aber die mangelnden Deutschkenntnisse nicht gut genug. Etwas seltsam. Später wurde der Pole aber Co-Trainer der US-Nationalmannschaft. Die Leute, das sehen nur das, wie die Mayrhofer damals hat gesagt, Amerika, Englisch, Polnisch, Polnisch, ich weiß nicht, ist Deutsche, ist Pole oder ist Amerika und dann, die Sprache ist nicht so gut. Okay, gib mir eine Chance, dann werden wir sehen, was kann ich tun. Wenn nicht, ich packe meinen Koffer und dann ich gehe zurück. Ein Plan war für Novak als Spieler entscheidend, den Klassenerhalt zu schaffen. Dazu traf er sich fast täglich mit Werner Lorand vor dem Training. Mit Kaffee, mit Zigarettchen. Wir haben immer gefragt, was so. Und ich habe immer zu ihm gesagt, Werner, wir müssen Fußball spielen. Wir können nicht nur grätschen, laufen, weil die Motto von Werner war, wenn wir laufen im Training und im Spiel 2 oder 3 mehr als die andere Mannschaft, wir haben eine Chance zu Unentschieden. Und ich habe gesagt, das ist falsch. Wir müssen Fußball spielen. Das haben wir schon in Dresden gemacht. Und ich weiß, wenn die guten Spieler wir haben, mit Manish Fabl und Miki Stevic, Olaf Boden, Ridlewitz, Harald Czerny und so weiter, wir können das schaffen. Aber wir müssen Fußball spielen. Aber wie Peter, Welter, das und das. Wir haben viel unterhalten wegen dieser Spielkultur. Und ich glaube, dass wir alle zusammen, das war kein Video, das Spielanalyse, Scout und so, dass wir als Mannschaft, wir sind jeden Vormittag von dem Spiel oder am Abend von dem Spiel im Hotel. Wir haben viel gesprochen, was sollen wir tun, wie und was und so und so. Und meine Idee war, ich war die Kleber für die ganze Mannschaft, weil ich spiele kein Politik. Ich mag jeden Spieler, der ist jung oder alt oder so oder vom dritten Liga, spielt keine Rolle. Wir müssen alles zum Verein geben. Novak stand im Rampenlicht, doch Werner Lorand sagte einmal, der Star hier bin ich. Und so nahm sich Novak medial wieder zurück. Dann habe ich ihm meinen Ball gegeben. Weißt du, jeder hat den Ball mit der Nummer damals. Und dann hat die 2 Finger in den Ball und sage ich, nein, das ist nicht richtig. 100 Mark musst du bezahlen, heute noch. Morgen ist 200. So, 3 Wochen, jeden Tag. Ich habe 3.000 Deutsche Mark in 3 oder 4 Wochen bezahlt. Und ich weiß nicht, warum. Aber dann habe ich einmal zu Hause habe ich gesagt, was ist los? Was ein Scheiß. Warum ist der sauer auf mich? Ne? Und dann habe ich überlegt und habe gesagt, okay, die Interviews, die Zeitung, jeden Tag. Und da habe ich ihm zum Morgen früh
zum Kaffee und ein Zigarettchen. Und ich habe gesagt, Trainer, ich möchte ein paar Worte mit dir haben. Können wir sprechen? Ja, natürlich, bitte, kein Problem. Aber wir sind nach oben zum Office gegangen und habe gesagt, Trainer, weißt du was? Ich glaube, dass ich bin zu offen in der Zeitung oder in der Fernseh oder so. Das für mich ist ein bisschen zu viel. Kannst du diese Rolle für mich nehmen und dann vielleicht die Journalisten und TV, da kannst du für mich sprechen? Ja, Peter, natürlich, kein Problem. In Zukunft wünscht sich Novak ein neues Stadion für die Löwen. Die ganze Umwelt mit dem Stadion, mit der Loge, mit dem VIP-Raum und dann die Sponsoren wollen die Vater sein auf den Erfolg. Aber die müssen die Lage oder die alle Sachen auch sehen, dass die Vereine diesen Erfolg haben. Wie es Investoren, das ist das Gleiche. Natürlich war es sehr schön und nett, war super zu spielen bei 60. Weil jede Mannschaft ist zu uns gekommen, war ängstlich. Ängstlich, ja. Die haben Angst, in der Grünwalder Straße zu spielen. Aber das ist nicht der Main Factor, also die große Hauptsache, dass die Verein wieder nach oben zu kommen. Weil da muss man alles vorbereiten. Und ich glaube, dieses Gespräch natürlich, Olympiastadion für uns damals, war der beste, weißt du, wenn der Bayern war damals, das spielt keine Rolle. Wir haben uns unsere Kabine, wir haben unsere Riesenkabine, die Ärzte haben die alles da, die Masseure die haben alles da, das war die Presse, weißt du, alles da. Die Sponsoren, die haben VIP-Raum, die Trainer hat seinen VIP-Raum, die Präsident hat den VIP-Raum. Wir können die Leute aus Polen, aus England, aus Italien, die Leute sind am Fußball, wenn die diese Lage kriegen, dass die denken, oh, das ist ein erste Liga-Verein. Okay? Wir können wie nicht, damals, ich habe zum Präsidenten auch gesagt, wir können nicht scheinen, also glänzen, wir sind Bundesliga-Mannschaft oder Verein. Wenn wir in der Grünwalder Straße spielen und dann wir haben eine Kabine, wie das damals ist, der Aston Villa, weil Aston Villa ist gekommen, da, ich glaube, und dann die paar Mannschaften, wir haben Inter Toto. Wir spielen in der Grünwalder Straße und die Kabine ist 3 Meter bei 5 Meter. Und jeder sagt, was ist dieses Amateur? Da musst du schon im Kopf haben, dass wir werden nicht heute, nicht morgen, aber in Zukunft, vielleicht ein Jahr, vielleicht 2 Jahre oder 3 Jahre, 5 Jahre, aber wir werden in der Bundesliga zu spielen. Und diese Mindset muss jetzt nach vorne gehen. Muss man da muss man schon eine Vision und im Kopf haben, wie werden in der Bundesliga zu spielen. Wann? Dann muss man alle Schritte da, jetzt machen, dass dieses Ziel zu erreichen. Das geht nicht weiter. Und ich glaube, dass, also ich habe gesagt, wenn die Grünwalder Straße, ich habe den Trainer Wettberg auch gelesen, wenn er hat gesagt, dass die Stadion ist mehr wichtig für die Leute, dass die Erfolg von dem Verein oder Mannschaft. Ich glaube, das ist, weißt du, das, was jeder hat gefragt von uns, die mit Thomas Miller, mit den Leuten, die ich hatte, mit Bernhard Winkler und Olaf Bohnen, wir haben viel unterhalten über dieses Thema. Und jeder hat gesagt, Peter, das war das, die Umzug vom Grünwalder Straße zum Olympiastadion war richtig. Kurze Pause und dann geht's weiter mit Gerald Fahnenburg und Peter Radenkovic. Gerald Fahnenburg war ein Weltklasse-Spieler. Er spielte nicht nur beim TSV, sondern war kurzzeitig auch Trainer, konnte die Löwen aber nach Götz nicht mehr retten. Er wünscht 1860 eine Rückkehr in die Bundesliga. Was ich hoffe, ist, dass die wirklich wieder schnell zurückkommen. Weißt du, die gehören schnell in die zweite Liga zu spielen und wieder zurück in die Bundesliga. Weil es ist ein großer Verein und Ich habe immer gesagt, 1860, das ist ein Verein, die muss in der Bundesliga spielen. Klar. Anlässlich des 160. Geburtstags des TSV 1860 im Mai durften wir auch mit unserem Namensgeber Torwartlegende Peter Radenkovic sprechen. Er hat sich von den Löwen irgendwann abgewendet. Weil ich konnte mich nicht mehr identifizieren mit meinem Verein. Weil so ständige Reibungen in Mannschaft, dann die
falsche Einkäufe. Die Leute, welche Vereinten geführt haben, bis heute, jedes Jahr, statt nach oben zu kommen, die sind jedes Jahr eine Stufe tiefer gerutscht. Und dann konnte ich nicht mehr ins Stadion kommen, um zu sehen, wie unsere Anhänger, teuerste Anhänger, total enttäuscht nach Hause gegangen sind. Und dann habe ich nicht mehr ins Stadion gegangen. Also glaubst du, dass man 60 München auch nicht mehr in der Bundesliga sehen wird? Das ist natürlich ein bisschen übertrieben, weil man, was passiert in 15 Jahren, das ist eine sehr schwere Prognose. Es kann sein, dass irgendjemand kommt in dieses Verein und wieder sagen wird, Erfolge gehabt, so zum Beispiel wie Hoffenheim oder so, mit einer ausgezeichneten Führung und so weiter. Sogar ein Unterhaching war viel bessere Führung und Erfolge gehabt als 1860 in die letzte Zeit. Radi, das Dauerstreitthema bei 1860 ist das Grünwalder Stadion. Die aktive Fanszene will nicht mehr raus aus dieser Spielstätte. Weißt du was, Olli? Also wirklich jetzt, ich bin ein bisschen müde, über 1860 zu sprechen. Welche alle Fehler diese Verein gehabt hat, Entscheidungen gehabt hat. Wenn du dich erinnerst nur, dass wir weg vom Stadion Arena gegangen sind und so weiter. Statt dass die Mannschaft sozusagen neue Mannschaft zu formen und in die Bundesliga zu kommen und weiter in Arena unsere 50% vom Stadion nie verlieren dürfen. Da haben die verkauft, bis heute kann ich das nicht verstehen, die haben verkauft Stadion für 13 bis 15 Millionen, welche heute eine Milliarde wert ist. Genau genommen hat 60 damals 11,3 Millionen Euro bekommen. Was wünschst du 60 zum 160. Geburtstag? Ja, ich wünsche das, was alle unsere Anhänger wünschen. Und das ist, dass 60 irgendwann jetzt wieder Zeit und Kraft kriegt, wieder in die Bundesliga zu spielen. Am 19. Mai 1965 stand 1860 als erste deutsche Mannschaft in einem Europapokalfinale. Im Finale des Europapokals der Pokalsieger unterlag 60 im Londoner Wembley Stadion West Ham United. Peter Grosser erinnert sich. Ja, freilich. Nach Einführung der Bundesliga, da ist ja so richtig der Profifußball erstmal installiert worden, waren wir natürlich vor allem in München die Ersten, die hier mal in ein Europacup kamen und zum anderen später auch die Ersten, die im Profifußball die deutsche Meisterschaft nach München geholt haben. Und das war natürlich was Außergewöhnliches. Heutzutage, wenn Bayern 25 Mal Meister wird, das ist also eigentlich schon Voraussetzung, also nichts mehr Besonderes. Ende Mai wurde der Spielbetrieb in Liga 3 wieder aufgenommen. Für Kultstadionsprecher Stefan Schneider eine sehr ungewohnte Situation. Schließlich spielt 60 seitdem vor leeren Rängen im Grünwalder Stadion. Es wird natürlich auch ganz neu, also ungewohnt, wird wahrscheinlich auch so ein Sonntag zum Erfahrung sammeln sein, weil, so wie man es immer sagt, das Wichtigste und die stärkste Kraft, die 60 München hat, das sind die Fans. Und gerade die sind am Sonntag ja leider nicht da. Und ja, das wird schon mehr als abgehen, logisch. Nicht nur mir, sondern natürlich auch der Mannschaft. Vor dem Restart trafen wir uns mit Ex-Präsident Peter Casalet. Er monierte ein falsches Spiel ihm und Ismaik gegenüber. Am Anfang hat man sich eigentlich gar nichts Böses dabei gedacht. Ja. Ich habe das ja erst so mit der Zeit und auch erst so die letzten Monate ist einem das erst klar geworden, dass da natürlich ein Plan dahinter gestanden ist. Das geht dahin mit dem Münchner Wochenanzeiger, der Herausgeber da, und der mich dann auch noch mal zum Essen eingeladen hat und wo ich dann hinterher genau jetzt im Nachhinein genau gemerkt habe, was der eigentlich wollte von mir. Ja. Und ich brauche ja die ganzen Namen nicht nennen, aber das sind ja die Leute, die ja auf der einen Seite, wenn der Hasan da war, hinter ihm hergelaufen sind
und ihn angeschleimt haben sozusagen und an seinem Tisch sitzen wollten und von seinem Tischlein gegessen haben, ja, und aber hinterher dann schlechter hergeredet und versucht haben, ihn loszuwerden, ja. Da gehören alle dazu, da gehört auch der Bennigsen dazu, der immer zum Hasan hingelaufen ist und ich bin doch dein Freund, ja. Und es ist halt einfach, ich will da jetzt gar nicht die ganzen Namen durchleuchten, aber es war schon klar, die letzten Monate, es war auch immer wieder in den Verwaltungsratssitzungen, in denen ich war, war immer wieder klar, dass da eine Front gegen Hasan ist und somit auch gegen mich. Ja. Ich habe ja keinen Hehl daraus gemacht, dass ich habe nicht alles gut gefunden, was der Hasan gemacht hat. Ja. Deswegen habe ich auch mit dem Hasan extrem oft kontroverse Diskussionen gehabt, stundenlang am Telefon. Ja. Ich habe, weiß Gott, nicht alles mitgetragen, aber ich will jetzt gar nicht auf diese einzelnen Dinge gehen. Also, aber da wurde noch miteinander gesprochen, stundenlang am Telefon. Ja, natürlich, jeden Tag fast. Hasan hat eine Zeit lang gehabt, da hat er mich nachts um 3 angerufen. Ja. Das habe ich ihm dann irgendwann mal abgewöhnt, weil ich gesagt habe, hier in Deutschland schläft man um die Zeit. Ja. Und ich bin auch nicht dein Knecht, dass ich zu jeder Zeit aufstehe und alles mache. Und ich sage auch nicht alles das, was du willst. Ja, das war auch oft so. Hasan ist natürlich schon einer, der gewohnt ist von den Leuten, mit denen er da zusammenarbeitet, dass die alle seine Untergebenen sind und dass die dann mehr oder weniger dann auch tun. Aber da bin ich auch nicht der Typ dazu. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch ganz intuitiv ihn nicht gefragt, ob ich zurücktrete. Ja. Manche Dinge können ja nicht nachvollziehen, die seit seinem Rücktritt passiert sind. Und wenn ich heute sehe, was da alles passiert und was da zu meiner Zeit und jetzt danach passiert ist und auch was da für Aussagen und welche Leute da auf einmal ans Ruder gekommen sind, die im Verwaltungsrat vorstehen, die noch vor 2 oder 3 oder 4 Jahren mit Anti-Hasser-Schilder da im Stadion waren, braucht man sich nicht wundern. Und dass man dann ja auch kritischer gegenüber dem Verein wird, beziehungsweise das eine ist ja, was ist der Verein? Der Verein, da ist einmal dieses 1860, der Fußballverein, ja, mit ständig wechselnden Personen, ständig wechselnden Spielern. Das war immer so, das ist nun mal im Fußball so. Aber du bist vom Herzen her ja, egal welche Spieler da sind und welcher Präsident da war, deswegen wäre ich nie, oder in welchem Stadion wir spielen. Ja, das ist mir auch angekreidet worden von gewissen Leuten immer wieder. Du hast damals gesagt, ich gehe dorthin, wo mein Verein spielt. Dazu stehe ich heute noch. Und wenn 60 heute in Unterhaching spielen, dann gehe ich nach Unterhaching. Und wenn die in Augsburg spielen, dann fahre ich nach Augsburg. Das ist doch ein völliger Blödsinn aus meinen Augen. Der Allianz Arena war ein tolles Fußballstadion. Der Hoeneß sagt, es ist das schönste Stadion der Welt. Weiß ich nicht, ob es das schönste ist. Ich kenne nicht alle Stadien dieser Welt. Aber es war das erste Mal, wie wir das Eröffnungsspiel da drin hatten. Da ist mir eiskalt ein Schauer runtergelaufen. Wir spielen jetzt in so einem tollen WM-Stadion. Ja? Und dass wir das heute nicht mehr tun, das hat natürlich verschiedene Gründe. Weil man sich da auch verkalkuliert hatte und verplant hat vielleicht in gewisser Weise und falsche Weichen gestellt hat. Aber nichtsdestotrotz hat man ein Stadion, das heute eine Milliarde wert ist, für 11,3 Millionen, ja, verkauft 50% davon. So ist es. Ja. Und das ist natürlich alles traurig. Und jetzt investiert man einen Haufen Geld in das 60er-Stadion, da die Stadt. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt noch in der jetzigen Lage das Geld dafür überhaupt so locker machen können. Und mit dem Ziel, dass dann 3000 Leute mehr sind. Das finde ich ein Witz, ehrlich gesagt. Das finde ich ein Witz. Natürlich ist jetzt die Frage, was ist die Alternative? Also ich habe mich gerade vor 2 Tagen mit einem Funktionär vom e.V. getroffen. Der hat dann gesagt, ja, was ist die Alternative? Ich weiß ich auch nicht, aber wenn man vor 3 Jahren das weiterverfolgt hätte, gäbe es vielleicht jetzt mittlerweile schon eine Alternative. Ja? Die Stadt war ja durchaus gesprächsbereit. Ich habe ja mehrere Termine mit dem Oberbürgermeister und mit dem Hasan gehabt, mit dem Saki Stimonaris und mit dem Oberbürgermeister und. Und da ging es immer um das Stadionthema. Wir brauchen ein vernünftiges Stadion in der Zukunft und meiner Meinung nach ist es nicht das 60er Stadion. Ja. Am 31. Mai wurde die dritte Liga fortgesetzt mit einem starken 3:2 gegen den ambitionierten MSV Duisburg. An einem unfassbaren Sonntagnachmittag. Unglaublich, was sich auf Giesings Höhen für Szenen abgespielt haben. Und darüber, ja, möchten wir natürlich reden. Darüber will ich reden mit Olli. Olli, servus. Servus, Tobi, hallo.
Olli, du warst im Stadion, du warst akkreditiert für dieses Spiel. Ich durfte leider Gottes nicht rein, habe das Ganze wie die allermeisten vom Fernseher verfolgt. 3:2 gegen den MSV Duisburg, nachdem ja eigentlich jeder dachte, Mensch, die Löwen, die sind ja mausetot. 0:2 der Rückstand und dann dreht diese unfassbare Truppe von Michael Köllner das Spiel. Jetzt wollen wir mal von Anfang an beginnen. War natürlich absolut komisch auch für dich als Medienvertreter, als Journalist heute ins Stadion zu kommen, oder? Ja, absolut, Tobi. Zunächst war ich mal froh, dass ich dabei sein durfte, weil es waren etwas mehr als 200 Leute oder Menschen im Stadion nur. Also unter anderem war der Präsident nicht da, aus welchen Gründen auch immer, Robert Reisinger. Ja, also ich habe schon mal ein Geisterspiel erlebt, damals beim 5:3-Sieg gegen die Club-Amateure aus Nürnberg. Damals allerdings unter anderen Vorzeichen. 60 hatte damals eine Platzsperre. Auslöser war damals dieses Skandalspiel gegen Jan Regensburg in der Relegation. Deswegen musste 60 damals eben ohne Zuschauer spielen. Und heute war das natürlich unter ganz anderen Voraussetzungen. Mit dem Aufstieg wurde es leider nichts für die Löwen. Ohne Corona wären die Chancen vermutlich größer gewesen. Das war Teil 1 unseres Jahresrückblicks. Morgen folgt dann der zweite Teil.